Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kirche zu Hause, wir müssen zurzeit in einer Situation leben, die für viele sehr bedrängend ist. Das Virus Covid-19 bestimmt unser ganzes Leben. Immer wieder müssen neue Hygienekonzepte entwickelt werden, mit deren Hilfe man versucht, sich des Virus zu erwehren. Es ist fast schon ein Ereignis, wenn wieder neue Lockerungen von der Presse meistens an Montagen verkündigt wird. Alle diese Maßnahmen sind aber nur ein Versuch, mit dem Virus umzugehen. Aber es bleibt letztlich die überaus bedrängende Situation, dass es keinen Impfstoff gibt. Wir bleiben vorerst Ausgelieferte. Es ist deshalb auch nötig, sich auf einer tieferen Ebene mit dem, was dieser Virus bei uns Menschen auslöst, auseinanderzusetzen. Hier stellen sich grundlegende Fragen nach Krankheit und Gesundheit, nach Einsamkeit, nach Gemeinschaft. Wie viele, gerade ältere Menschen, leiden darunter, dass sie lange Zeit nicht von ihren Angehörigen haben besucht werden können? Wie schlimm war es, dass sie ihre Enkelkinder nicht mehr in den Arm nehmen durften? Aber auch für die Jüngeren werden die Einschränkungen mehr und mehr zu einer echten Belastungsprobe. Angesichts dieser Situation ist Religion, ist Kirche gefordert. Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott unser Arzt ist. Ich bin Jahwe, der dich Heilende. Und dann im Neuen Testament wird in umfänglicher Weise davon gesprochen, dass sich Jesus vor allem den Leidenden, den Kranken, den Niedergeschlagenen zugewandt hat. Ein Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert, Ignatius von Antiochien, hat dies treffend zur Sprache gebracht. Einen Arzt gibt es, Jesus Christus, unseren Herrn. Dass Christus unser Arzt ist, war nie nur symbolische Rede. Es war immer auch schon mehr. Denn der christliche Glaube denkt ganzheitlich. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Heilwerden des Menschen. Es geht um ein Heilwerden der Seele und des Leibes. Gott ist der Heilende. Und dies kann durch die Kunst eines Arztes geschehen. Aber es kann genauso ein Mensch, wenn auch wohl seltener, spontan gesund werden. Aber immer ist es Gott, der die Gesundheit des Menschen, der Seele genauso wie des Leibes will und bewirkt. Diese Hoffnung auf den heilsamen Gott ist letztlich die Kraftquelle, die unser Glaube bereithält in diesen schwierigen Zeiten. Aus dieser Quelle können wir schöpfen und dieser Glaube ist letztlich stärker als dieses Virus, auch wenn es einige Verwirrung unter uns anstiftet. Und so wünsche ich Ihnen einen gesegneten, einen schönen Sommertag. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem unter der Obhut unseres Gottes, der die Quelle des Heils und unserer Gesundheit ist. Amen. Lasst uns beten. Gott Vater, mach uns demütig, dass wir uns deinem Sohn, unserem Bruder anvertrauen, ihm folgen, neu werden. Mit dieser Bitte bringen wir auch alle vor dich, die mit uns schwach sind und gebunden an vieles, das sie beschwert. Sprich nur ein Wort, so wird es besser mit ihnen. Vater, wir bitten um Sorgfalt, Liebe und Ehrfurcht vor dem Leben, um Platz in unserem Herzen für die, die allein sind. Wir bitten um das Ende der Angst voreinander. Wir bitten, dass unsere Schuld nicht böse Folgen habe. Wir bitten um unser Heil und Frieden. Himmlischer Vater, hilf Reichen und Hungernden, Fröhlichen und Bedrückten, Hoffnungsvollen und Sterbenden, dass sie erfahren, was gut ist und heilsam
und ewig. Amen.